Es ist so schön, wenn man das sagen kann. Ah, herrlich. Wir bräuchten ein... Was seid ihr denn? Ach so. Ich weiß schon. Wir bräuchten ein gelbes Blümchen. Wenn ich bitten dürfte. Ah, da drüben im Wald vielleicht. Mal gucken. Also... Grundsätzlich an Slime-Chunks soll es hier nicht mangeln. Allein, es spawnen keine Slimes. Leider. Ah, da ist wieder ein Aal mit irgendwas beschäftigt. Damit beschäftigt, irgendwas umzubringen. Da ist ein Dachs. Das ist sehr schön, aber das hilft mir relativ wenig weiter. Ja, Badger. Nein, also in dem Wald werden wir blumentechnisch wohl kein Glück haben. Hier sieht es auch eher mau aus. Ach ja. Gucken wir mal darauf. Ich dachte eigentlich, dass wir gerade was Poppies und die gelben, wie heißen die Dinger denn schnell? Ach, mir fällt es nicht ein, dass wir gerade die beiden Blumensorten eigentlich vor der Haustür hätten. Aber so kann man sich irren. Hier sieht es nach gar nichts aus, wenn ihr mich fragt. Das heißt, wir werden uns eher hier unten lang orientieren. Habe ich eigentlich ein Bett mit? Habe ich Bett mittler? Hahaha. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Shit. Das heißt, wir sollten entweder schnell ein Blümchen finden oder uns dann rechtzeitig auf den Heimweg machen. Da unten ein Squid. Au. Das ist Bitumen. Schade. Sieht es eher nicht so aus im Wald, als ob wir da viel hätten. Riesige Grünlandflächen, aber sonst nix. Lalala. Hühner, schön. Das hilft mir auch nicht weiter im Moment. Also wenn jetzt gerade im Moment die Anzeige meiner Stream-Zuschauer stimmt, dann hurray, herzlich willkommen bei mir im Stream. Schön, dass ihr euch hierher verirrt habt. Wir haben gerade einen neuen Rekord aufgestellt. Wenn die Anzahl stimmen würde, aber ich glaube, da spielt mir Twitch wieder mal einen kleinen Streich. Ach nee. Keine Blumen für mich. Gänse, ja, ist schön, aber dann kann ich mal mein Boot haben. Danke, damit sind wir dann doch etwas schneller unterwegs. Hallo Gans. Nein, nein. Habe ich hier gerade einen Drowned gehört? Klang fast so. Lustig. Sachen gibt's. Alle hopp. Ja. Schere hab ich mit. Ja. Hallo, Schaf. Bleibst du mal bitte da? Du alter Geizkragen. Eine Wolle, ernsthaft. Dafür hätte ich dich auch schlachten können. Hast du sowas schon gesehen? Da drüben ist noch ein Schaf. Au. Was bin ich froh, dass wir so viele Herzen haben. Hier kommen wir nicht drauf. Es ist ein wenig dunkel. Danke. Besser. Nicht viel, aber doch.
Das Gegenlicht von meinem Stream-Setup blendet mich herrlich, vor allem in der Nacht. Mal kurz etwas runterstellen. Besser ist das. Danke. Auch eine ganze Wolle. Wow, ihr seid so großzügig. Wow, das halte ich gar nicht aus. Wenn man sich auf Schafe verlässt. Creeper! Ja, du explodierst, wo es mir nicht mehr wehtut. Ja. Schöne Gegend. Ich bin der Meinung, wir könnten hier noch ein bisschen ausleuchten, wenn wir sowieso gerade unterwegs sind. Reduziert dann doch die Spawn-Wahrscheinlichkeit wieder ein wenig. Und dann ab ins Bett und Zombies anzünden. Brennt, meine Freunde, brennt. Dann können wir wieder heller machen. Ah. Ja, sie brennen. Ich kann schon gemein sein. Es sind keine Unmengen an Strings, die wir kriegen, aber wir kriegen Strings. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob es eine gute Idee war, früher das Bone Meal wegzuwerfen. Aber Knochen haben wir ja ein paar. Wie viel gönnen wir uns? 10 Stück? Ja. Huch. Da ist er verbrannt. Ist da unten ein Skelett mit Mega-Rüstung? Natürlich! Au! Du kleine Geige! Wow! Der Kamerad hält ja ordentlich was aus. Wow! Ich möchte mal wissen, was der für eine Rüstung hatte. Was hier an Creepern rumkreucht und fleucht, ist auch nicht mehr feierlich. Und tschüss, das war Level 15, danke. Niemand da, auch schön, danke. Oh ja, an Melonen wird's uns nicht fehlen. Ja, und schön langsam werden auch die Kürbispflanzen groß. Ah, Johanni wieder da, sehr schön, hat's geschmeckt. Ich hoffe doch. Wir werden jetzt erstmal den Creeper da vorne eliminieren. Und dann werden wir mal versuchen, ob wir ein bisschen Blumenglück haben. Nicht explodieren. Böser Creeper. Nehmen wir mal 12 Stück. Genau das habe ich nämlich erwartet, dass hier genau nur Gras wächst. Mhm. Leider nein. Leider nein. Aber da vorne war ein Fleck. Sehr schön. Was hat's denn Gutes gegeben, wenn ich fragen darf? Wo definitiv Blumen wachsen und wenn es nur Poppys sind. Vielleicht haben wir Glück und es wächst auch was anderes. Poppys, Poppys. Poppys. Lass mal gucken. Hier wächst gar nichts. Wenn, dann müssen wir in der Gegend. Ja, danke. Du gibst gelben Farbstoff, oder? Ja. Dandelion, genau. Oh, Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln, lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh ja, ich glaube, ich werde heute auch noch eine Kleinigkeit verspeisen. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich nicht nur irgendwas nasche sozusagen.
Ich habe zurzeit wieder einen Heißhunger auf Erdnussflips. Das ist nicht mehr feierlich. Aber bei mir sind das immer so Phasen. Ja, also das Menü lasse ich mir durchaus einreden. Da hast du recht, ja? Kisten, Bricks, Terrakotta und Eisen. Was wir jetzt unten noch brauchen, abgesehen davon, dass wir für die Kisten Holz brauchen, wir sind aus 9 Strings. Es geht langsam voran. Ja, bezüglich der Phasen, also zurzeit ist es eben die Phase mit den Erdnussflips. Dann habe ich Phasen, wo ich eigentlich, wenn es ans Knabbern geht, nur Schokolade mal brauche. Wobei da meine Leidenschaft ja die Schokokeks von Milka ist. Also an der könnte ich mich wirklich zum Trottel fressen, wie man so schön sagt. Was auch noch geht, ist zum Beispiel Traubenuss oder Cheesecake Strawberry, glaube ich, heißt sie. Das sind auch so Sachen. Ja, das lasse ich mir durchaus gefallen. So, wir brauchen mal 5 Eisen für den Hopper. Dann brauchen wir noch 2 Chests. Einmal, zweimal. Ja, das mit Laktoseintoleranz kenne ich. Bei Schoko ist es bei mir Gott sei Dank überhaupt nicht schlimm. Was hin und wieder abgeht wie Luzi, nein, das wollte ich nicht. Wobei, ja, nee, machen wir eine eigene Kiste noch. Was furchtbar bei mir ist, ist Sahne beim Kochen. Also das geht gar nicht. Da ist das Klo dann mein bester Freund im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar binnen Minuten. Und was ich extrem merke, ist, wenn in Gasthäusern das Fleisch, das Typische ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja Billigfleisch, das dann mit Milcheiweiß aufgespritzt wird. Merkt man zwar geschmacklich nicht, aber farblich bleibt das Fleisch gerade im Verkauf länger halten. Also da kann das Gasthaus oder das Restaurant nichts dafür, aber es ist halt für den Fleischhändler so, dass das Fleisch länger schön ausschaut. Und wenn so behandeltes Fleisch bei mir am Teller liegt, sage ich dir das noch, bevor ich fertig bin mit Essen. Also das ist wirklich ab und weg. Dafür eben, wie gesagt, Schokolade macht mir überhaupt nichts. Milch im Kaffee sollte ich nicht, aber das ist einfach was ich mir gönne. Ich bin ein Milchkaffee-Fan. Sollte zwar auch nicht sein, aber man kann nicht alles haben. Ab und zu muss man sich was gönnen, und wenn es nicht allzu schlimm ist. Wie gesagt, also ich kenne Leute, die sind schon gesundheitlich komplett fertig, wenn du nur Milch sagst in ihrer Gegenwart. So schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht. Gut, nachdem wir jetzt für Exnet doch noch etwas warten müssen, also angesichts der Uhrzeit, wir haben ja schon wieder über eine Stunde, möchte ich jetzt nicht mehr wirklich das Exnet-Kapitel anfangen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig. Was ich aber schon gern machen würde, ist das Setup hier nochmal ein bisschen überarbeiten. Ja, das mit dem Nicht-Nein-Sagen, das kennen wir, glaube ich, alle. Und zwar würde ich das gerne so machen, dass ich das Kabel hier hinpflanze. Dann die Enrichment Chamber hier.
dann, lass mich mal gucken. Ich habe schon wieder eindeutig zu viel Zeug einstecken. Terracotta kann raus. Die Bricks tun wir erstmal da dazu. Das sollte nicht stören. Die Pflanzensachen, die wir nicht brauchen. Weg, weg, weg. Weg, weg. Nein! Nicht meine HU. Ah, dann können wir es gleich einsortieren, sofern es Platz hat. Hobbys kommen auch hier rein. Fenster zu, es zieht. Was ich jetzt brauche, sind zwei Kisten und zwei Hopper. Inwieweit geht sich das aus? Blödsinn. Wir brauchen vier Kisten dementsprechend und mit 28 Holz geht sich das leider nicht aus. Aber mit 32 und das Eisen haben wir unten. Da brauchen wir 10 Stück. Das wäre zum Beispiel auch sowas, wobei da müsste ich mich schlau machen, ob sich das mit Exnet ausgeht. Ich glaube, Exnet hat auch eine Entfernungsbegrenzung. Aber wenn wir zum Beispiel dieses Lager per Exnet unten mit unserer Eisenfarm verbinden würden, das könnte durchaus auch was. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir nicht jedes Mal Hopper da rein, Hopper da rein, dass wir nicht jedes Mal nach unten düsen müssen, neues Holz holen. Geht sich aus, perfekt. Neues Holz holen, sage ich, neues Eisen holen, sondern dass wir einfach das Eisen dann rauf transportieren können. Gut, und wenn wir jetzt, was tut der Cobblestone bitte da drinnen? Ich hatte wohl wieder einen Anfall geistiger Umnachtung. Wir gehen nochmal schnell schlafen. Und dann machen wir den großen Test. Und zwar nehmen wir jetzt mit Kupfer, Gold. Blei, ja. Lass mich mal schauen. Osmium hätte ich gerne. Silber. Ein Stack Zinn kann auch nicht schaden. Den Rest lassen wir jetzt mal drinnen. Und jetzt füttern wir unsere Kiste da oben. Und zwar als erstes mit Osmium. Perfekt. Dann mit Gold. Der Rest ist eigentlich Wumpe, in welcher Reihenfolge. Und jetzt müssten wir doch Transporter Config. Wir brauchen Rot. Von rechts. Input off. Ah. Hä? Sollte ich? Input, nein. Non, passt. So. Hier hätte ich gerne den Input und hinten hätte ich gerne Energy. Jetzt müsste das Ding voll bleiben. Genau, perfekt. Und dann haben wir unten noch den Output. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Dann können wir das Zeug gleich noch hier reintun. Okay. Perfektestens, perfektestens. Oh ja, 19:24 Uhr. Ich gehe mal auf meinen Ausguck. Da unten hat sich heute ein bisschen was getan, hätte ich gesagt. Zumindest der Grundriss ist schon mal da. Das heißt, wir können das nächste Mal vielleicht mit dem Dach weitermachen. Die Villager Farm da hinter meiner Schulter ist soweit abgesichert, als dass das Ganze jetzt kein Problem mehr darstellen sollte, wenn da Zombies reinkommen. Die Eisenfarm da unten, wie wir gesehen haben, funktioniert einwandfrei.